Mir geht es so, dass ich den Lockdown ziemlich mühsam und zach finde. Und ich weiß, dass es euch genauso geht. Wir alle hoffen, dass möglichst bald wieder normale Zeiten kommt. Ich spreche immer wieder mit Jugendlichen und mit Freunden und die fragen mich dann, was mir am meisten fehlt in der Lockdown-Zeit. Und meine Antwort ist, ganz ehrlich, die Jugendvigil. Das tut mir am meisten weh, dass die Jugendvigil nicht stattfinden kann, dass ihr nicht kommen könnt zu uns in die Kirche, dass wir nicht gemeinsam feiern können, gemeinsam beten können, mit den Kerzen durch die dunkle Kirche gehen können, dass wir nicht den Rosenkranz beten können, dass wir nicht Anbetung halten können, dass wir nicht Lobpreis machen können, dass wir nicht Gemeinschaft haben können. Das ist wirklich etwas sehr, sehr Trauriges. Wir alle hoffen, dass das möglichst bald wieder gehen wird. Bis dahin müssen wir die Jugendvigil ins Internet verlegen und das haben wir auch heute gemacht. Wir haben wieder tolle Musikbeiträge, wir haben unseren Herrn Abt, der diesmal auch einen Impuls halten wird. Wir haben einige unserer jungen Mitbrüder und Kandidaten, die euch etwas sagen werden. Und wir haben auch Gebete, die wir gemeinsam beten werden. Auch wenn wir sozusagen nur über den Bildschirm verbunden sind, in unseren Herzen sind wir einander nahe und wir sind vereint in der Hoffnung auf hoffentlich bald bessere und entspanntere Zeiten und vor allem im Glauben an Jesus Christus. Ich bitte euch, wir lassen nicht nach in unserem Glauben, wir lassen nicht nach in unserer Treue, wir halten das durch und dann werden wir sehen, es werden bald wieder bessere Zeiten kommen und dann werden wir eine große Revival-Comeback-Jugendvigil hier in Heiligenkreuz feiern. Darauf freue ich mich schon sehr und bis dahin wünsche ich euch eine gesegnete Zeit mit der Online-Jugendvigil im Februar 2021. Liebe Jugendliche, ich darf heute hier in der Licht der Völkerkapelle bei Missio sein. Ich lade euch jetzt ganz herzlich ein, mit mir ins Gebet zu gehen, vor den Herrn zu treten, gemeinsam für den Herrn zu singen. Ganz herzliche Einladung, ja, hier in der Kapelle einfach vor Jesus zu sein und ihm alles zu geben. Step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. So here I am to worship, here I am to bow. To say that you're my God, altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, so, so highly exalted, glorious in heaven. Say that.
you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Liebe Jugendliche, es ist heute für mich eine besondere Freude, zu euch zu sprechen. Die Jugendvigil war mir von Anfang an ein ganz großes Anliegen. Ich durfte sie damals mitgründen. Es sind schon viele, viele Jahre her. Was ist mein Anliegen? Die jetzige Zeit ist ja für euch auch ziemlich schwer, denn Social Learning, Social Distancing und dann auch noch eben sich nicht treffen können mit Freunden, das ist wirklich nicht ganz einfach. Und ich habe mir gedacht, es gibt andererseits bei vielen Menschen heute eine innere Distanz zum Glauben. Es gibt eine Distanz eigentlich zu einer persönlichen Beziehung, die man auch zu Gott aufbauen könnte. Und das wünsche ich euch. Und wie geht sowas? Wie kann man das machen? Vielleicht kann ich euch ein bisschen helfen. Im Evangelium, im Kapitel 15 des Johannesevangeliums, ist ein schönes Wort. Da heißt es, Jesus sagt zu seinen Jüngern beim letzten Abendmahl, ich habe euch Freunde genannt. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ich habe euch Freunde genannt, weil ich euch alles geoffenbart habe, das heißt, mein ganzes Herz euch mitgeteilt habe, was mir mein Vater gesagt hat. Diese Freundschaft mit Jesus ist eine Freundschaft von Du auf Du. Wie geht das? Das ist nicht so einfach, denn Freundschaft, ihr wisst es, braucht wirklich Begegnung. Freundschaft kann nicht einfach auf Distanz geschehen. Auch nicht einfach nur medial. Auch das ist vielleicht jetzt ein Problem, wenn wir heute diese Jugendvigil online halten. Aber wenn ihr euch darauf einlasst, dann ist es so, dass Jesus eben wirklich, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, mitten er unter uns ist. Das heißt, dass er bei euch anklopft, an euer Herz klopft. Und das wünsche ich euch. Wie geht das? Indem ihr euer Herz für ihn öffnet. Sobald jemand sein Herz für Christus öffnet, ist er derjenige, der wirklich durch seinen Geist in uns Wohnung nehmen will. Er ist derjenige, der uns mit seiner ganzen Liebe erfüllt. Natürlich braucht auch eine solche Freundschaft nicht nur eine geistliche Verbindung. Sie braucht auch, so möchte ich sagen, eine Art körperliche Verbindung. Das sind die Sakramente. Deshalb ist für uns die Heilige Messe so wichtig. Ist die Anbetung so wichtig, weil ich hier in der Heiligen Messe und auch bei der Anbetung vor mir die Hostie sehe. Als wir die Jugendvigil gegründet haben, war es mir ein ganz großes Anliegen, den Jugendlichen einfach unseren Glauben mitzuteilen und sie gleichsam anzustecken im Glauben. Ihnen zu sagen, das ist für uns so wichtig, dass ich mein Leben wirklich auch für die Eucharistie hingeben würde, weil ich weiß, er selber ist hier gegenwärtig. Er, der mein Freund ist, der alles für mich gegeben hat, sein ganzes Leben. Und er schenkt sich uns, weil er uns so lieb hat, dass wir ihn sogar selber aufnehmen dürfen, ihn essen dürfen, ihn aufnehmen dürfen in unser Herz, damit er in uns Wohnung nimmt. Ein Heiliger, den wir jetzt vor kurzem erst gefeiert haben, der heilige Thomas von Aquin, war derjenige, der uns die wunderbaren Hymnen geschrieben hat für das Fronleichnamsfest. Zum Beispiel Tantum Ergo oder was wir immer vor dem Segen singen. Sakrament der Liebe Gottes, Leib des Herrn sei hoch verehrt. Er wusste, dass der Herr selber gegenwärtig ist. Und kurz vor seinem Lebensende haben einmal Mitbrüder ihn entdeckt, wie er beim Tabernakel kniete und seinen Kopf ganz nah an den Tabernakel legte. Und als er gefragt wurde, was machst du denn hier? Warum gehst du so nah an den Tabernakel? Dann hat er gesagt, ich höre den Herzschlag des Herrn. Am Puls gleichsam des Herrn sein, seine Liebe hören, seine Liebe spüren.
Und wie können wir das erfahren? Wenn wir vielleicht auch darum bitten, ganz einfach, wie Kinder. Und es gibt ein schönes Gebet von Pierre Olivin, das heißt, wachse, Jesus, wachse in mir, in meinem Geist, in meinem Herzen, in meiner Vorstellung, in meinen Sinnen. Wachse in mir mit deiner Milde, mit deiner Reinheit, mit deiner Demut. Wachse in mir mit deinem Eifer und deiner Liebe. Wachse in mir mit deiner Gnade, mit deinem Licht und mit deinem Frieden. Wachse in mir zur Verherrlichung deines Vaters, zur größeren Ehre Gottes. Amen. Liebe Jugendliche, einer, der das verstanden hat, dass Jesus in ihm wachsen musste, auch in schweren Situationen, war Johannes der Täufer. Er hat gesagt, er, Jesus, er muss größer werden und ich muss geringer werden. Das ist ein guter Hinweis, nämlich die Demut, die uns hilft, Jesus in uns wirklich groß werden zu lassen, wie die Gottesmutter Maria es gemacht hat. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Und dann geschieht auch das, was wir in dem schönen, modernen Lied auch der Jugendvigil immer singen. Jesus, berühre mich. Er berührt euch wirklich, eure Herzen. Und das wünsche ich euch heute in besonderer Weise. Gottes Segen. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. Von fern erkennst du meine Gedanken. Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt. Du bist vertraut mit all meinen Wegen. Noch liegt das Wort nicht auf der Zunge. Du, Herr, kennst es bereits. Du umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich. So wunderbar ist für mich dieses Wissen. Zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Wenn
sich die Stille nun tief um uns breitet. So lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet. All deiner Kinder hohen Lobgesang. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ganz gewiss an jedem neuen Tag. Servus, grüß euch, Don Ruppi. Gefreut mich sehr, mit euch heute einen Impuls zu teilen, und zwar über den Hunger. Die ganze Welt hungert. Alles, was geschaffen ist, alles, was lebt, hat zutiefst den Hunger, und das ist der stärkste Instinkt, den alles in sich trägt und den alles, man könnte sagen, ja, negativ anschauen, der den alles knechtet. Also das alles, also vom Hunger ist niemand geschont, der lebt. Alle Pflanzen, alle Tiere, alle Menschen hungern. Punkt. Und der Hunger ist aber auch etwas, das Gott nicht kalt lässt. Jesus selbst wird durch den Hunger der Menschen wirklich mitgenommen. Er hat wirklich Mitleid auch. Und Matthäus 15 schreibt, sagt Jesus zum Beispiel, Vers 32, ich habe Mitleid mit ihnen, denn sie haben Hunger. Und auch der Pater Karl den Tag auch ein Bibelspruch immer, meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Also Jesus selbst hat den Hunger wirklich in sich getragen. Aber für was ist der Hunger da? Wo führt er uns hin? Was hat der Hunger auch für einen Sinn? Weil ich bin mir sicher, er ist nicht nur irgendein Fehler ist in die Schöpfung hineingebaut, jetzt haben alle Hunger gekriegt und sind alle irgendwie immer bedürftig und dürsten und hungern dahin, sondern es muss auch um etwas geben. Und der Hunger ist unglaublich stark, weil er führt uns zum Leben hin. Also der Hunger selbst ermöglicht uns erst das Leben und lässt das Leben wirklich entfalten. Okay, wie schaut so der Kreislauf des Lebens aus? Also zuerst wird jemand geboren, auch ein Tier wird geboren, und dann hat es Hunger und sucht das ganze Leben danach, dass der Hunger gestillt wird, und durch die Stillung des Hungers, durch das, dass er isst, und sich, kann er sich entwickeln und das Leben entfalten. Das Leben ist selbst auf die Entfaltung hin ausgerichtet, auf das Leben in Fülle, in jeder Weise. Also wie schaut der Kreislauf des Lebens aus? Jemand wird geboren und hat dann noch einen Hunger, um das Leben wirklich entfalten zu können. Also durch die Nahrung, durch das etwas zu sich nehmen, entfaltet man erst das Leben. Im geistigen Leben ist es genauso. Jemand wird getauft, empfängt das Leben und hat dann einen Hunger, indem er noch der Eucharistie verlangt, um das Leben, das er in sich tragt, zu entfalten. Also es geht nicht nur darum, dass jemand geboren wird und dann soll er, keine Ahnung, verrecken wieder, sondern nein, er soll sich entfalten, er soll sich aufbauen und entwickeln. Und so ist es auch bei den Sakramente ganz klar, dass die Eucharistie, das Sakrament, das den Hunger von uns Menschen stillt, ganz im Zentrum aller Sakramente steht. Also du kannst dir das vorstellen wie einen Kreis, der 6 Pfeile hat, die alle in die Mitte zeigen, und in der Mitte ist die Eucharistie, um die sich alle anderen Sakramente drehen, auf die alle anderen Sakramente ausgerichtet sind. Das Zentrum, auch Gipfel und Höhepunkt des menschlichen Lebens, sagt das Zweite Vatikanum, ist die Eucharistie. Dahin
zeigen alle anderen. Um dies dreht sich das geistige Leben. Wie entfaltet sich das Leben dadurch, dass der Hunger gestillt wird? Also wir sehen das schon in den niedrigsten Elementen. Der Stein wird aufgelöst von der Pflanze. Der Stein muss quasi sterben, existiert in der Weise dann nicht mehr. Und die Mineralstoffe werden von der Pflanze aufgenommen und die Pflanze kann sich dadurch entfalten und leben. Natürlich braucht sie was anderes auch noch. Aber ohne die Mineralstoffe kann keine Pflanze leben. Und das Tier, das einen Hunger hat, geht und frisst dann den Salat und das Gras und so weiter. Und der Salat, das Gras und alles, was das Tier halt so frisst, muss dadurch sterben, vergeht und das Tier, das Rehlein, lebt dadurch. Und der Mensch stillt seinen Hunger in der Weise, dass er halt Pflanzen und Tiere isst, zu sich nimmt, mit sich vereint und dadurch das Leben entfaltet. Und da hat man manchmal den Eindruck heute, dass es im Leben und in der Schöpfung darum geht, dass wir möglichst wenig Ressourcen verbrauchen, dass wir uns nichts einverleiben, nichts zu uns nehmen, nichts konsumieren und so weiter, damit möglichst alles, so wie es ist, für sich im Dasein erhalten bleibt. Unberührt, für nichts anderes gebraucht und verwendet, sondern nur ja, für sich existiert, für niemand anderen. Und wenn man genau hinschaut, ist das Leben und die Logik des Lebens genau umgekehrt. Nicht, dass alles für sich geschaffen ist, nur um für sich da zu sein und zu leben, sondern die ganze Schöpfung hat einen Fußabdruck, können wir sagen, wirklich einen Fußabdruck des Schöpfers, dass ein Ding für das andere geschaffen ist. Ein Ding lebt im Nächsten weiter. Und ein Ding ist auf das andere aufgebaut. Es würde keine Rehlein geben, wenn nicht jeden Tag so und so viele Pflanzen geerntet werden, halt durch das, dass das Rehlein zusammenfrisst und da halt dann das in der Weise stirbt und es wächst dann eh wieder nach und so weiter. Und die Rehlein sollten aber nur für sich existieren, ohne dass der Jäger schießt und halt der Mensch einverleibt und dadurch der Mensch auf einmal sich entfalten kann und so weiter. Aber die Schöpfung ist ja genau darin gemacht, dass einer für den anderen lebt, einer für den anderen da ist und aufgeht. Und da könnte auf der anderen Seite dann der Stein sagen zur Pflanze, die ihn gerade auflöst, du hast das Leben nicht in dir, wenn du mich nicht ganz auflöst und in dich aufnimmst. Und das Gras und der Salat könnte zum Rehlein sagen, von dem es gerade aufgefressen wird, du hast das Leben nicht in dir, wenn du mich nicht aufnimmst, auffrisst und ganz mit dir vereinst. Und das Rehlein könnte zum Jäger sagen, der schießt und dann aufnimmt, verzehrt, konsumiert, genießt. Du hast das Leben nicht in dir, du kannst nicht leben, wenn du mich nicht ganz in dich aufnimmst. Und die ganze Schöpfung ist dahin geschaffen, damit das Leben in jeder Weise nämlich floriert und sich entfaltet. Und das geht aber nur, wenn einer den anderen aufnimmt. Und das ist in der Schöpfung schon so tief grundgelegt, dass Jesus auch sagt zu uns Menschen, du hast das Leben nicht in dir, wenn du nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkst. Kann niemand von uns leben in der Weise, für die wir geschaffen sind, für die wir als Mensch bestimmt sind, in der Kategorie, in der wir als Menschen zu Hause sind. Also das Leben, das wir in uns tragen, kann nur durch Gott, durch die Art und Weise, wie wir uns ernähren, wirklich sich entfalten und gestillt werden. Also für die Art des Lebens, die wir in uns tragen, kann nur Gott unseren Hunger stillen. Okay, also was möchte ich sagen? Leben ist ohne Nahrung nicht möglich. Wir können nur leben, oder einer, jeder kann nur leben, indem er ein anderes Leben in sich aufnimmt, mit sich vereint. Und das andere Leben geht in dir auf, findet ein neues Leben
in dir. Und wir sind alle füreinander geschaffen. Niemand kann individuell existieren. Du kannst nicht leben, ohne dass du ja auch die Welt und die ganze Schöpfung mit dir vereinst und in dir aufnimmst. Und das schafft eine Gemeinschaft auch mit allen anderen Lebewesen, die du mit dir vereinst. Und auch im Geistigen, das ist das, was Communio, Kommunion, Gemeinschaft ausmacht. Du kannst nur leben durch die Kommunion, durch die Gemeinschaft, indem du das Leben Gottes in dich aufnimmst, mit dir vereinst. Und die Freude des Lebens ist nicht, für dich allein zu existieren, sondern mit dem anderen Leben vereint zu sein, dies mit dir vereint zu haben. Genau, also wenn man da hinschaut, dann sieht man, okay, jedes unterschiedliche Art und Weise des Lebens hat genau seine Nahrung, nämlich ganz, ganz, ganz genau. Der Fisch kann nur Fischfutter essen und der Vogel kann nur das, was in der Luft ist und was er in seiner Umgebung findet, essen. Und die Pflanze kann nur die Mineralstoffe essen und die Fleischpflanze kann nur die Fliegen essen und so weiter. Und der Mensch kann für das Leben, das er in sich trägt, das ganz besondere Leben, nur Gott zur Nahrung haben. Also der Mensch ist für den Himmel geschaffen und deswegen kann nur ein Brot des Himmels den Hunger des Menschen stillen. Und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, der uns manchmal im Glauben zu wenig präsent ist. Also wir können nur leben, wenn wir Gott mit uns vereinen, wenn wir ihn durch die Eucharistie empfangen dürfen und empfangen. Und das ist ganz besonders in Zeiten vom Lockdown, uns noch einmal mehr und tiefer ins Bewusstsein zu rufen. Du kannst nur leben, und das Leben kann sich nur entfalten, wenn du den Herrn in der Eucharistie empfängst und aufnimmst. Und so lade ich euch ein, wirklich auch für öffentliche Messen zu beten, euch zu engagieren, zu investieren, weil wir das einfach brauchen. Du kannst sonst nicht wirklich leben. Du hungerst einfach dahin. Und auch den Herrn physisch immer wieder zu besuchen. Also Gott ist nicht auf die Sakramente zu limitieren. Er hat schon andere Wege, Gott sei Dank, weil er allmächtig ist. Das darf man nie vergessen. Aber er hat genau den gleichen Hunger, um sich mit uns zu vereinen, damit wir sein Leben und das göttliche Leben in uns haben, für das er uns geschaffen hat. Alles Gute. Grüß euch, Truppe. Okay, jetzt gibt es noch ein Liedl, damit wir den Herrn wirklich loben und preisen und das Ganze auf Austropop einmal mit der Harmonie. Könnt's gern mitsingen, einfach ihm die Grüße zu geben und ja, auch das Lob der Schöpfung zu singen. Bin neugierig, ob ihr es kennt. Hey.
Grüß euch, servus Truppi. Wow, das war eine wunderbare Jugendvigil, wie sie es noch nie gegeben hat. Jede Jugendvigil ist einzigartig, die Online-Jugendvigilien sind sowieso etwas ganz Besonderes. Ich glaube, es war wirklich ein besonderes Erlebnis für uns alle, dass wir da dabei sein konnten und dabei waren. Ich wünsche euch von ganzem Herzen Gottes Segen, Gottes Kraft, Gottes Gnade. Wir sind verbunden, wir bleiben uns nahe und wir werden uns bald wiedersehen hier im Stift Heiligenkreuz. Bis dahin eine gesegnete Zeit.